Wir sind im Hauptbahnhof in Leipzig. Jule, ist ja total verrückt. Was hast du denn da? Ja, ich habe mir, bei Amazon wurde mir das angezeigt. Ich hoffe ja, das ist genauso gut wie Harry Potter. Ich glaube es ja nicht. Warum glaubst du das nicht? Ja, der Mann sieht ja gar nicht aus wie Dumbledore. Aber die haben fast die gleiche Brille. So, die Jule schämt sich schon so langsam und will das Buch, oder willst es schon noch haben, ne? So. Dieses Buch. Aber anders als die Jule gibt es auch Menschen, die freuen sich an meinem Besuch. Ja, hallo. Und ihr und eure Gäste, die hereinkommen, weil sie glauben, dass ich hier sein könnte. Genau, sie kommen extra nur wegen dir rein, weil sie hoffen, dass du wieder da bist. Manchmal bin ich auch hier, ne? Ja. Was sagt ihr denn dann, wenn ich nicht hier bin? Sie müssen jeden Tag kommen, damit sie in der Hoffnung wiederkommen. Müssen Sie mit mir über Marc Benecke sprechen. Wenn ihr mit Jule sprechen wollt, postet hier drunter, dass ihr mit ihr sprechen wollt. Vielleicht meldet sie sich bei euch. Bietet bald auch Lebensversicherungen an. Was für Lebensversicherungen bietest du an? Na, auch gegen Marc Benecke Lebensversicherung. Nee, aber auch gegen magische Unfälle. Das Kreuz hier ist nicht. Vielleicht. Gerade mal schauen. Ich weiß ja nicht. Du musst ja entscheiden, was du für Versicherungen anbietest. Ach, ich biete dir an. Ich dachte, du wolltest, so wie du das Buch verkaufst, die Versicherung verkaufen. Nee, das machst du schön. Wie fühlst du dich mittlerweile? Jetzt tragen wir das Buch schon rum, so 2 Stunden mit uns. Wie ist das so für dich? Ja, wir sind ja jetzt auf eine Mission, Marc Benekes Leben in die Welt zu tragen. Du stellst dich gleich vorne an den Bahnhof und hältst das dann so vor dich hin. Ja, so. Gepriesen sei unser großer Held. Ja, was sind deine Hauptargumente? Warum man es kaufen soll? Oder? Das ist so der Beweis, dass du über die Jahre nur noch schöner geworden bist. Von einem Magerhans zu einem adretten alten. Was findest du denn besonders adrett an mir? Deinen muskulösen Bauch und Ich hab weder einen muskulösen noch überhaupt einen Bauch. Das können ja auch alle Leute in diesem Buch sehen. Also ihr seht, die Jule hat noch nichts gesehen und gleich kommen die Reaction Shots, wenn sie das erste Mal in das Buch hineinschaut. Sie ist schon mächtig gespannt. Kannst du auch jetzt machen. Oh, was siehst du? Beschreib doch mal, was du da siehst. Marc im Tanktop mit 3-Tage-Bart. Sexy. Das stimmt sogar. Allerdings ist das ein wissenschaftliches Experiment in den Philippinen. Bist du so ein, stehst auf Tanktops? Ein bisschen, mein Mann hat auch mal Tanktops an. Ja, okay. Das läuft. Oh, beschreib mal, was du da siehst. Wir brauchen Reaktionen. Oh, wir werden gleich angefahren. Reaktionen, Jule. Da bist du aber ganz süß. So hätte ich dich auch genommen. Wenn ja? Du meine, auf welchem Bild bin ich ganz süß? Na hier, auf dem hier. Lernen fürs Vordiplom. Ach, Netflix und Chill. Nur weil es das da noch nicht gab. Da gab es weder Netflix noch Chill, Baby. Was sind denn das für geile Dinger hier? Das sind aus den Cornflakes, sind das Tiere, die habe ich mir als meine Prüfer dahin gegangen. So, ja, stimmt, steht ja auch da. Steht auch da, wenn man lesen würde. So konnte ich die Gespräche üben. Dass ich mit Cornflakes-Tieren unterhalten. Ich habe mich mit Cornflakes-Tieren unterhalten. Hast du keine Freunde? Doch, die waren auch da, aber die wollten mit mir das nicht üben. Jule, du bist ja Lehrerin. Kannst du das empfehlen, dass man mit Cornflakes-Tieren spricht? Durchaus. Ich habe auch damals immer mit meinen Pflanzen gesprochen. Was hast du denen erzählt? Ich habe den Raps rausgemacht für bestimmte Sachen. So. Beispiel? Na, ich weiß es nicht mehr, bevor ich mich hier blamiere. Also, ich fasse zusammen. Du hast mit deinen Pflanzen Rap gerappt. Ja, ja. Warst du ein sehr einsames Kind? Nee. Ich war nur ein Streber, so wie du. Also du meinst, wer mit Pflanzen rappt, der ist eigentlich... Der ist auf der sicheren Seite. Bestimmt. Wir sind angekommen im Lesesaal des Bahnhofes Leipzig, wo die Jule, wenn sie was liest, liest es hier. Jule, liest doch mal was vor. Ich will mal selber lesen. Das sind ja übelste Schachtelsätze. Du solltest mal noch ein Buch schreiben in leichter Sprache. Ja, das machen wir noch. Ja. Wir blenden Fliegen und Käfer gerne aus, aber sie sind länger auf dieser Erde als wir und werden es auch viel länger nach uns sein. Bist du dir da sicher? Ja, bin ich mir sicher. Noch ein Satz. Schnell stellte ich fest, dass sich im Sektionsraum auch noch andere Gäste tummelten, die nicht eingeladen worden waren. So? Wer denn? Sehr schön. Und jetzt noch aus einer anderen Stelle. Das macht echt Lust auf mehr, oder? Das macht mega Lust auf mehr. Nee, es macht super Lust auf mehr. Oh, hier steht das Wort Penis. Was? Nein, das steht da nicht. Doch, sie stachen ihn mit 18 Messerstichen nieder, schnitten ihm den Hals von einem Ohr zum anderen auf und trennten ihm den Penis ab. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann leben sie noch heute. So, also ihr seht, das Buch ist voller Überraschungen. Die Jule ist ganz begeistert. Obwohl sie am Anfang skeptisch war, findet sie es jetzt gut. Noch ein Satz, ein letzter Satz. Und dann... Das passt zu meiner Hausrenovierung. Besonders nachts sehen die oft unverputzten Wände so aus, als wäre seither nicht ein Jahrhundert über sie... Den verstehe ich nicht. Kannst du mir den erklären? So, wenn ihr den Satz versteht, postet hier drunter, was dieser Satz bedeutet. Ich denke an, ich bin Deutschlehrer. Die Jule ist Deutschlehrerin, das stimmt. Du kannst ja noch einen Satz versuchen, vielleicht einen kürzeren.
Soll ich mal lautieren? Nee, ich kenne noch nicht alle Buchstaben. Was ist denn lautieren? Was bedeutet lautieren? Jeder Buchstabe wird ja ein Laut zugeordnet. So wie das was wir am Anfang von Mark hören. Und das A? Mark. Und hatten wir leider noch nicht. Tut mir leid. Es ist nicht an meinen Ausbildung. Wenn ihr lautieren könnt, postet hier drunter. Nicht zu verwechseln mit Gebärdensprache. Lautieren. Kieler Lautgebärden. Was ist der Unterschied? Ja, die Kieler Lautgebärden sind ja nur fürs Lesen lernen. Die deutsche Gebärdensprache, das ist ja was ganz anderes. Das sind ja einzigartige Sprachen, dann kann man ja Wörter mit ausdrücken. Man soll ja nicht in die Kamera gucken, oder? Doch, du schon. So, also ihr habt es gehört, das Buch ist, kann man sagen, es ist brandheiße Geschichte. Toll, ne? Ich meine, manchmal wackelt ja auch ein Tisch. Kann man auch dafür benutzen. Damit aber erst lesen. Erst lesen oder andersrum. Oder Nacktbilder angucken, halbnackig Bilder. Vielen herzlichen Dank. Achso, da können wir hin. Aber wir haben ja noch die Idee gehabt, wir müssen auf jeden Fall diese alten Bilder mal mit den alten Klamotten also, nachstellen. Ich erzähl's erst. Was erzählst du? Jule hat die Idee, wir sollen die alten Bilder nochmal nachstellen. Wenn ihr Lust habt, die alten Bilder mit mir nachzustellen und Studierende aus Vietnam oder den Philippinen zu sein, postet ihr drunter, dann treffen wir uns. Jule, was möchtest du sein in den nachgestellten Bildern? Warte. Ich bin der Pappkarton. Da hinten. Jule ist der Pappkarton. Ich bin der Pappkarton. Und ich bin der Max. Das Monster. Du bist ein Monster. Läuft. Also, die Hälfte der Besetzung haben wir schon zusammen, aber es sind noch einige Plätze frei. Tschüss, schönen Tag.